Hey Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal haben wir eine automatisierte Farm gebaut und ich habe sie da tatsächlich repariert bekommen. Aber das ist gar nicht von Interesse, denn was gucken wir uns denn hier gerade eigentlich an? Ja, das ist die zugegeben etwas reduzierte Blockpalette, mit der wir unsere neue Basis bauen werden. Ich weiß, es ist Folge 98. Das bedeutet, in zwei Folgen folgt das Ender Dragon Special. Aber ich möchte trotzdem schon mal anfangen damit. Zwei Folgen haben wir ja noch. Und einmal ganz kurz, bevor wir uns darum kümmern, die Farm, sie funktioniert jetzt. Ich habe herausgefunden, woran es liegt. Und zwar anscheinend funktioniert ein Block-Update-System nicht mehr, nachdem, wenn sich ein Block per Piste nach oben bewegt, ein Redstone aktiviert wird. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, ich habe einfach die Leitung drumherum gelegt. Dadurch ist das alles ein bisschen offset. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel das so macht, so, dann geht das runter und wieder hoch. Also es klappt wieder. Und dann kommt Baumil. Allerdings ist das ein bisschen zu langsam. Das heißt, wenn man Rechtsklick gedrückt hält, dann erwischt man den ersten Block aus seiner Fahrtrichtung nicht. Aber ich denke, das ist zu verschmerzen. Jedenfalls, das funktioniert jetzt. Und ja, wir möchten eine Basis bauen. Die Basis bauen, wie auch immer. Und ich habe mir schon verschiedene Orte überlegt. Und ich habe mir gedacht, das Beste wäre, wenn wir das an einem Berg, an einen Berg bauen. So, wir haben jetzt hier hinten schon diese kleine Mine, ja. Und ich habe mir gedacht, der Hügel hier wäre auch optimal. Und ich weiß halt nur noch nicht so genau bisher wo. Aber ich denke, wir könnten hier einen Weg nach oben führen und da oben dann irgendwie das Ding bauen. Ich denke, das ist ganz cool. So, ja, wie gesagt, das hier ist die Blockpalette. Wir werden, so wie hier, wie wir hier immer Holz benutzt haben, werden wir Diorite benutzen. Und nee, Andesite heißt das. Ach, diese komischen neuen Sachen. Habe ich kurz hergestellt. 52, mehr habe ich aktuell nicht. Ich werde da noch mal ein bisschen farmen müssen. Das ist so das einzige Problem. Also man kann sie theoretisch herstellen, indem man Cobblestone mit Quarz kombiniert. Ja, Quarz zu bekommen ist aber super. Und dann das Resultat wieder mit Cobble. Dann kriegt man die in normal. Dann macht man hier so ein Vierer-Ding und dann kriegt man die gepolischten. Wir müssen nochmal ins Bett. Noch nicht, aber ich meine doch, so jetzt aber. Ach komm, genau, und dann kriegt man die und das ist halt ein bisschen nervig. Ansonsten, man kann sie auch einfach unterirdisch finden, in relativ großen Gruppen. Und ja, das Problem ist nur, wir haben halt fast überall, also zumindest unser erkundeter Bereich ist ja nun sehr groß bisher. Und das ist ja alles noch ein 7-Terrain, das heißt, da spawnt das Zeug nicht. Das heißt, ich müsste einen recht langen Weg auf mich nehmen, um entsprechend was zu finden. So, aber genug davon. Zusätzlich überlege ich gerade, ich glaube, ich möchte auch Cobblestone Walls. Doch, ja, die möchte ich benutzen. Nehmen wir mal ein paar mit. Aber ich möchte eigentlich nicht nur Cobblestone Walls benutzen, aber ich überlege gerade, was für ein Holz am besten geeignet wäre. Birch eigentlich. Haben wir hier noch irgendwo Birch? Zwei. Das ist jetzt nicht wirklich genug. Ha. Nehmen wir erstmal ein paar Sticks mit. Habe ich nicht noch irgendwo? Ich habe doch sicher noch irgendwo Birch. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Krass. Hier noch? Ah, da ist es doch. Ich sagte doch. Das kann es ja noch nicht gewesen sein. So, ist das das Richtige? Ja, Birch Fences. Machen wir erstmal so ein paar. Ja. Auch futuristisch darf Holz enthalten. Nur halt in den richtigen Mengen. Achso, und natürlich brauchen wir noch Glowstone. Wo habe ich den? Hier nicht, glaube ich. Da sind schon mal 9. Das ist ja eine fette Ausbeute. Das heißt, das muss ich wahrscheinlich auch noch farmen. Ja, dann kann ich eigentlich auch Quarz farmen, wenn ich auch noch Glowstone farmen muss. Naja. Okay, das heißt, ich muss irgendwann mal wieder eine Nether-Session machen. Aber natürlich nicht in der Aufnahme, denn das ist langweilig wie sonst was. Das mache ich zwischen den Folgen. Ja, ansonsten, Minecraft ist ja so das Format, um über Dinge zu reden.
Euch ist sicherlich aufgefallen, dass in letzter Zeit wieder es ein paar Tage gab, an denen keine Videos kamen. Das tut mir nach wie vor auch immer noch sehr leid. Aber ich habe euch ja auch schon mal sozusagen vorgewarnt, dass das so sein könnte. Und das ist dann immer der Fall, wenn ich halt keine Zeit hatte, habe, wie auch immer, noch irgendwas aufzunehmen. Und dann kommt der Tag und man denkt sich so, wird nichts. Das ist mal ein bisschen blöd, aber da muss ich mich jetzt irgendwie mal mit zurechtfinden. Es lässt sich immer so einfach sagen, ja, dann nehme ich halt einfach im Vorfeld auf. Aber das ist auch nicht so einfach, denn das ist halt, Let's Plays, so komisch das auch klingen mag, sind eine kreative Arbeit. Und kreative Arbeit benötigt Inspiration. Und wenn man sich überhaupt nicht inspiriert fühlt, beziehungsweise überhaupt nicht in der Lage, gerade vernünftig zu kommentieren, dann lohnt sich das ja nicht, ne? So, will ich das auf der Höhe schon oder noch ein bisschen höher? Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ach komm, wir setzen das einfach mal auf irgendeiner Höhe an. Sagen wir mal hier. So. Ich habe auch eine Frage bekommen mal wieder. Ist eine relativ kleine Frage. Aber über die möchte ich natürlich trotzdem sehr, sehr gerne reden. Und zwar war das die Frage, ob ich vorhab, Assassin's Creed Unity zu Let's Playen. Und das an sich kann man recht schnell beantworten. Aber wie so oft kann man damit auch gleichzeitig zu einem etwas größeren Themenbereich übergehen. Denn wer unter anderem meine Livestreams schaut, wo ich übrigens wieder sagen kann, dass ich da wieder vorhabe, regelmäßiger was zu machen. Also durchaus mal ein Auge drauf werfen. Schön auf Twitch und so. Habe ich jetzt in letzter Zeit, das ist verständlich, ne, ich habe lange nicht mehr gestreamt. Weniger Viewer als früher, was erstaunlich ist an und für sich, weil ich halt mehr Abonnenten habe. Aber ja, deswegen. Packt das mal wieder auf eure Erwartungsliste für meinen Kanal. So, ich bin jetzt gerade hier übrigens am Überlegen, wie ich diesen... Also ich will hier erstmal einen Balkon haben, so in etwa zumindest. Ich denke, ich setze den hier an. Fürs Erste. Aber ich weiß halt nicht, ob ich den eckig haben will. Oder vielleicht doch lieber etwas abgerundet. Ne, Moment. Ich könnte den auch einfach eckig mit einer runden Ecke. Haha. Also sprich hier 1, 2... Dann. Ne, Moment, das macht keinen Sinn. So, jetzt macht das Sinn. So. Dann kommt hier einer hin. Dann wieder sowas. Wieder zwei. Und dann geht das hier so weiter. So, bis das hier in die Wand geht. Genau. So, jetzt muss ich hier nur noch alles abreißen. Sagt sich immer so einfach. So. Hoch. Ja, so eine Mountain Base. Also halt so richtig im Berg habe ich halt noch nie gemacht irgendwie. Und ich möchte aber auch gar nicht von der Frage ablenken. Fällt mir gerade ein. Also, wirst du Assassin's Creed Unity Let's Playen? Die schnelle Antwort ist vielleicht, beziehungsweise gewissermaßen, denn, wer meine Livestreams schaut, wie ich schon mal eben angefangen hatte mit dem Satz, der weiß, dass Assassin's Creed 3 bereits ein abgeschlossenes Streaming-Projekt ist und Assassin's Creed 4 gerade noch dabei ist, jetzt durch die lange Pause natürlich ein bisschen in Verzug gekommen ist. Ja, aber grundsätzlich, die Assassin's Creed-Spiele hebe ich mir für Livestreams auf und spiele sie live. Allerdings, was ich jetzt auch schon länger überlegt habe, wo ich euch wirklich, wirklich bitten würde, dass ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreibt, weil das macht es davon abhängig, ob ich es dann im Endeffekt tue oder nicht. Und zwar bin ich schon seit längerem am Überlegen, ob es nicht vielleicht sinnvoll oder schlau oder cool wäre, wenn ich jetzt, wo ich meine Livestreams in HD präsentieren kann, dass ich die im Nachhinein auf YouTube hochlade. Also zumindest, wenn wir Spiele spielen,
wo man eine Story spielt oder so. Jetzt halt sowas wie League of Legends oder Warcraft oder so. So ein Kram dann halt nicht. Aber wenn wir sowas wie Assassin's Creed zum Beispiel spielen, dass ich das im Nachhinein auf YouTube hochlade, einfach nur die Livestream-Aufnahmen dann, ist natürlich nicht das gleiche Feeling, wie wenn ihr live dabei seid und kommentieren könnt und im Chat interagieren mit mir und so und ich lese das dann. Aber trotzdem, so auch wenn man es verpasst hat, dass man es dann nochmal hat. Also so eine Art Live-Let's Play, was im Nachhinein dann nicht mehr live ist, aber hochgeladen. So. Ne? Also, dass man das Projekt sich theoretisch auch als Let's Play angucken kann, aber es wurde halt live aufgenommen. So. Dadurch ist das Commentary natürlich auch ein Ticken anders. Muss man jetzt schon mal so im Vorfeld direkt sagen, aber das würde mich sehr interessieren. Wollt ihr sowas haben? Ich weiß nämlich, dass es Leute gibt, die machen sowas regelmäßig, wenn sie Livestream-Projekte haben, dass sie die im Nachhinein hochladen auf YouTube. Und ich finde die Idee halt eigentlich auch ganz cool. Beziehungsweise sagen wir, ich finde sie auch angebracht. Ne? Und ich glaube, insofern kann sich die Frage auch schon relativ von selbst beantworten, denn Assassin's Creed Unity wird so wie alle anderen Assassin's Creed Spiele, also was heißt alle anderen, aber halt der vierte und der dritte vor ihm, ein Livestream-Projekt sein. Und genau, wenn ihr das Ganze sozusagen im Nachhinein nochmal auf YouTube haben wollt, als, sagen wir, Let's Play, theoretisch, dann schreibt mir das mal hier so in die Kommentare, ob ihr das cool findet oder nicht. Und ja, also damit wäre die Frage an und für sich auch schon beantwortet. Ich habe das generell eigentlich vor, weil es ist mal so ein bisschen schade. Livestreams sind ja viel Zeit, also ein Livestream ist viel intensiver als ein Video. Ist klar, weil er deutlich länger geht, ne? Also das sind dann immer so 20 Minuten gegen mindestens 3 Stunden Livestream. Und das ist halt Zeit, die für YouTube nicht mehr da ist. Und gerade wo ich meinen Zeitplan, was YouTube und anderes angeht, momentan relativ intensiv haushalten muss, wegen Studium und Zeug. Ich nehme gerade übrigens auch vor meinen Vorlesungen und so auf, morgens, weil ich morgens einfach ein bisschen Zeit habe und dann nutze ich die Zeit auch direkt für Aufnahmen. Ja, und so sieht das halt momentan bei mir aus. Deswegen, ja. Nö. Und so. Jedenfalls das. Das habe ich schon länger auch mal vorgehabt, euch vorzuschlagen. Und es würde mich sehr interessieren, wie ihr dazu steht. Deswegen schreibt mir das mal so da unten in diese Box rein. In diese magische Box. Gehört, da kann man schreiben. In diese Box. Ne? Ja. Und im Endeffekt wäre die Frage damit aber auch schon beantwortet, denke ich. Ja, also, ne, Assassin's Creed Unity habe ich vor zu spielen und auch euch zu zeigen, aber eher im Livestream und damit verbunden könnte man das dann im Nachhinein hochladen. Da hat das Spiel gehangen. Interessant. Wie schafft dieses Spiel zu hängen? Auf meinem PC. Das geht nicht. Oh, dieser PC, das geht doch gar nicht. Nee, so dann auch nicht. Okay, also, wir haben jetzt hier so eine Art Boden. Okay, jetzt möchte ich, unabhängig davon, wo dieser Boden verläuft, so ein bisschen Ordnung reinbringen. So, 1, 2, 3. So. Machen wir hier eine Diagonale oder mache ich die schon früher? Ich glaube, die mache ich sogar schon früher. Oh, es wird jetzt wirklich dunkel. Da sieht man mal wieder, wie gut wir hier ausgeleuchtet haben. Hier fällt einem das immer kaum noch auf, außer am Himmel. Und hier übrigens, die Vines fangen langsam auch an zu wachsen. Müssen uns das dann nochmal im Endresultat angucken, wenn das alles vollgehangen ist. Und wenn es uns nicht gefällt, müssen wir das alles wieder manuell abreißen. Aber ist ja nicht schlimm. Nee, aber ich denke, das sieht cool aus. Ich denke, das sieht cool aus. Doch, doch. So, das sieht aktuell natürlich noch ein bisschen schäbig aus. Und ich werde auch oben den Berg wieder restaurieren, sobald ich da so eine Art Deckel habe. So, jetzt muss ich eben mal überlegen. Hier sind 3. Eigentlich. Dann hier, ne? So. Ja. Ne? Ja, und so. Ich könnte natürlich auch
Ganze ein wenig anders machen. So, Moment, ich wollte hier noch so. Genau, also ich habe auch schon so ein bisschen einen Plan, wie man vielleicht sieht, in welche Richtung das Ganze gehen soll. So. Ja, also das hier sind so die Stützpfeiler, so wie Stahlträger. Ich finde, die Farbe passt auch ganz gut für so ein Konzept. So, eigentlich müsste es halt so sein. Von der Idee her. Grundsätzlich dann halt so. Ist halt nur die Frage, wo ich dann den auf... Also ich glaube, sonst... Ja, ich ziehe das hier ein bisschen weiter. Ich habe ja auch kaum noch. Das ist jetzt echt blöd, dass ich so wenig nur noch habe. Bis auf welche Höhe ziehe ich das denn dann? Also auf jeden Fall muss das halt ein bisschen mit der Gegend hinhauen. Deswegen muss ich hier ein bisschen nachhelfen, damit das alles klappt. So. Und dann auf der Höhe hier einfach ein weiter. Würde ich sagen. So. Ja, nee, da muss ich auf jeden Fall schon früher ansetzen, wenn das alles klappen soll. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt richtig ist. Ah, doch, ist es. Kann es sein, dass ich hier perfekt hinkomme damit? Das wär's doch. Tue ich sogar. Verrückt. Sehr verrückt. Okay, nice. So, das sieht natürlich schmarrn aus. Ich weiß, das ändere ich auch noch ab. Keine Sorge. Terrain kommt später. Erstmal muss die Gegend an sich gemacht werden. So, und jetzt muss ich überlegen, wie ich hier die Tür haben will. Will ich die direkt hier haben oder soll man... Ja, wobei, was? Ich glaube, doch, so. So, und dann geht das hier so runter. Genau. Doch, ich denke, das ist gut, wenn wir das so machen. Und dann immer so einen halben raus. Ja, doch, ich denke, das ist gut. Genau, und jetzt, wenn der richtig platziert geworden wären, tun. Hatte ich hier nicht noch einen vergessen? Nee, habe ich schon wieder aufgesammelt. Ja, ne? Keiner wird zurückgelassen. Das ist ja meine Minecraft-Mentalität. So, und die andere Seite müsste natürlich theoretisch auch noch, aber damit man hier zumindest schon mal hochkommt. So, und das ist jetzt alles relativ eng. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, wie ich das haben will. Ich glaube... Ach, die verknüpfen sich ja gar nicht, ne? Uncool. Aber ich glaube, wenn die sich nicht verknüpfen, dann mache ich eher den hier. So.
Und hier dann einfach mit diesem Konzept. Ja, ich denke, das ist okay. So, und das hier geht auch perfekt auf. Das wäre ja nämlich dann der nächste. Okay. So, wir machen gerade halt primär so, wie könnte es sein, wie wird es werden? Ja. So, jetzt muss das hier zum Beispiel weg, weil hier machen wir... Ich weiß, es ist momentan das ein bisschen kryptisch und mystisch, was ich hier mache. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Mag es kaum glauben, aber ich habe einen Plan. So, es geht gerade hier um jeden einzelnen Block, weil ich zu faul bin, rüberzulaufen. Zum Glück, davon haben wir ja zum Glück genug. Von dem Zeug hier. So. So. War das richtig? Nee. Das war nicht richtig. So. Alles abreißen ist auch nicht die richtige Methode. Denke ich. Ja, und alles falsch setzen, das macht's nicht besser. Ich kann hier echt nicht mit meiner Kraft umgehen, ne? So. Das ist der Eingang. Und dann würde ich sagen, machen wir hier und hier zwei Türen hin und da eine Druckplatte. Als Eingang. Und ansonsten machen wir hier irgendwie magische Fenster. Und ja. Und so weiter. So, aber langsam passiert hier mal was. Das finde ich gut. Gucken wir uns das nochmal von unten an, dann beende ich die Folge auch. Ja, das könnte was werden. Wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, dann wird das auf jeden Fall cool. Also Leute, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich wissen. Wenn ihr noch Fragen oder Themen habt, über die ich reden könnte, schreibt sie mir in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Mal zu Minecraft. Bis dann.